Endlich wieder die Piste runter und mit anderen messen. Die Nachwuchstalente bei der Skitrophy des Allgemeinen Sportverbandes Oberösterreich. 2 Jahre war Pause, heuer hat's endlich geklappt. Naja, wir sind grundsätzlich froh, dass wir es geschafft haben heuer. Vor 2 Jahren haben wir einen Starkregen gehabt über Nacht, der unser Rennen unmöglich gemacht hat. Voriges Jahr Corona-bedingt ausgefallen. Heuer haben wir uns trotz dieser eher schwierigen Rahmenbedingungen doch durchgerungen, diese Veranstaltung abzuhalten. Natürlich ist es der Breitensport, aber wenn wir unten nicht breit aufgestellt sind, dann kriegen wir oben keinen Winz oder keinen Hemi. Und darum ist es super wichtig, dass wir so Veranstaltungen haben und wieder machen können. Ein sportliches Comeback für rund 200 Skifahrer. Für das Rennen haben sie wochenlang trainiert. Ja, also ganz wichtig ist bei den Kindern mal, dass ihnen das auf alle Fälle Spaß macht. Weil wenn es ihnen Spaß macht, dann machen sie es gern. Und wir schauen halt einfach, dass wir ein bisschen abwechslungsreiches Training gestalten. Das heißt, auf der einen Seite einfach ein Techniktraining beim Freifahren, einmal Gelände fahren gehen und natürlich dann auch das Stangentraining, nicht das Spezifische. Wie oft trainierst du unter der Woche oder am Wochenende? Wenn Schule ist, ist einmal in der Woche am Samstag. Und Ferien trainieren wir, haben wir jetzt öfter trainiert. Mit 3 Jahren angefangen zum Skifahren. Und dann habe ich halt irgendwann einmal erfahren, dass es die Skimittelschule gibt und dann wollte ich da halt unbedingt hingehen. Sein Vorbild? Vincent Griechmeier. Neben Doppelweltmeister Vincent Griechmeier gilt auch Daniel Hemetsberger bei den jungen Athleten als Motivator. Der Vöckler Brucker stand heuer in Kitzbühel erstmals als Dritter auf dem Weltcup-Podest. Vor 4 Jahren besuchte Daniel Hemetsberger die Skitrophy in Hinterstoder. 2018 war er eben unser Stargast da und hat Autogramme gegeben und hat die Kids animiert, motiviert. 15 Vereine haben bei der Skitrophy des Allgemeinen Sportverbands Oberösterreich teilgenommen. Pokal gibt's für die Schnellsten beim Vielseitigkeits- und beim Riesentorlauf.